God will forgive them. You'll forgive them and allow them into heaven. I can't live without them. Ich bin zum vierten Mal in die Angst.
verloren. Und ich sag mal ein Schild, ein Verfall, bis zum Tanzen hab ich mich geboren. Zum Beispiel klatschen! Ruhe! Klatschen! Ruhig klatschen! Zögerlich und langsam lauter werden, bitte. Ich weiß, dass ihr da hinten, da oben mich wahrscheinlich nicht hören könnt. Achtet einfach auf das, was die hier unten machen und macht das nach. Wenn die hier springt, springt ihr an. Oh, wohl. Wie stabil ist die Tribüne? Na, wir finden mal später raus. Jetzt gibt es erstmal viel mitzusehen. Achso, für die Damen auf den Schultern ihres Freundes, ich nehme an, dass es dein Freund sitzt. Du kennst die Regel, Frauen, die auf den Schultern sitzen, müssen sich entblößen. Ist so. Ich habe die Regel nicht gemacht. Das ist selber total unangenehm. Aber also, es sei eine Warnung an euch alle. Da ist noch eine zeigefreudige Dame. Oh, da muss man sich ausziehen. Das gilt nur für Frauen. Mann, die Männer müssen unten rumfallen lassen. Okay, singt doch einfach mal mit. Ich sah dich vor mir. Sonne scheint.
Zu den traurigsten Dingen im Leben gehört es, verlassen zu werden. Na, Annette? Ja, ist mir noch nicht passiert. Ist mir klar. Oder die Stimme zu verlieren, ne? Ist mir auch noch nicht passiert. Du hast mich verlassen. Das war ziemlich hart. Du hattest das sofort. Alle im Start. Du hast mich verlassen. Das war gemein. Dein Feier ist dämlich und relativ klein. Du hast mich verlassen. Das war nicht sehr fair. Wie sieht es denn so mit langsam tanzen aus? Könnt ihr üben? 1, 2, 3, 4. Das Wetter danach ist, weil man in der Sonne seine Sorgen schnell vergisst. Man sitzt auf
Bein der Parkbahn. Gut. Fühlt sich fast wie ein Tourist. Gut. Das Leben kann so schön sein. Gut. Wenn das Wetter danach ist. Das Leben kann so schön sein. Gut. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Mach ne kleine Pause. Komm, absichtlich zu spät. Du wirst überrascht sein, dass die Welt sich weiter dreht. Das Leben kann so schön sein, wenn man nur weiß, wie es geht. Das Leben kann so schön sein, wenn man sich nicht stressen lässt. Einfach nur zu lächeln ist ein herrlicher Protest. Man muss sich nicht entscheiden zwischen Cholera und Pest. Das Leben kann so schön sein, wenn man sich nicht stressen lässt. So geht's und das Publikum hat es bisher ohne Todesfall hingekriegt. Was mich immer noch sehr erstaunt, vielleicht schaffen wir es ja heute. Nein, also im Ernst, wenn jemand sich jetzt verletzen sollte, dann helft ihm oder ihr bitte auf. Haltet inne. Wenn es zu schlimm wird, könnt ihr das Lied auch jederzeit abbrechen, obwohl es echt schade wäre. Also ich sag mal so, alles bis Rippenprellung und gebrochenes Bein, dann gehen wir einfach mal drüber hinweg. Das ist nicht lebensbedrohlich, das kann man im halben Jahr wieder richten. Nehmen. Warst du nicht in der Fußgängerzone heute? Die weichen der Straßenbahn nicht aus. Hart, hart, hart. Okay, ich erkläre euch kurz die Regeln. Es gibt im nun folgenden Lied, was übrigens ein ziemlich okay Popsong heißt, gibt es einen Part, der ist keine Vorschusslobby. Ja, vielleicht spielen wir es heute ja total schlecht. Da
gibt es einen Part, der ist genau so lang. Das ist die Zeit, die ihr habt, um eine Wall of Death überhaupt zu bilden. Also sprich, um ganz schnell auseinanderzugehen. Der Rekord liegt bei 700 Meter. Weiß nicht, ob ihr das schafft heute. Braucht eine etwas größere Halle. In meinen Träumen die. Wollen wir es mal ausprobieren? Oder sollen wir es nicht ausprobieren? Wir machen es einfach gleich. Okay, das war, glaube ich, ein bisschen mehr Desinteresse bei nicht ausprobieren. Also probieren wir es aus. Eins, zwei, drei, wir müssen natürlich erst zusammengehen. Zusammen, 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 ja. Okay, Achtung! Okay, stopp, 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 das ist die Zeit, die ihr habt. Sag mal, 12 Meter. Okay, nett. Mal sehen, ob das im Lied auch hinkriegt, also mit wieder zusammenkommen und wir fangen dann auch wirklich an mit dem Lied. Mann, dauert das lang, bis wir mal wieder ein Lied spielen. Ich habe heute Lust zu reden, entschuldigt bitte. Dafür geht es jetzt auch sofort los. Das im Bundestag erzählt, dann hätte mich das Volk bestimmt gewählt. Eindeutig, doch ich gehe nicht in die Politik, das lasse ich lieber bleiben. Ich will nur einen schönen Putz und schreien. Aber lassen wir es hier noch ausreden.
Habt ihr Lust nochmal mitzumachen oder sollen wir einfach spielen und euch in Ruhe lassen? Wer hat Lust? Und zwar geht es darum, dass wir ein Frage-Antwort-Spiel machen wollen. Wir singen Krieg, ihr singt Hurra. Ich frage jetzt nicht, ob ihr das könnt, weil das wäre eine Beleidigung, aber könnt ihr das? Wir probieren es einfach mal. Krieg, Hurra! Ja, das geht tatsächlich. Das ist das Krieg, was wir singen, aber ziemlich lang. Und es wäre schön, wenn ihr das am Ende hinkriegt. Also Krieg, Hurra! Okay, dann könnt ihr vielleicht noch so dazu machen. Das ist so ein bisschen Auftrag der Bundesregierung auch, ja, weil der Afghanistan-Krieg ist in der Bevölkerung extrem unpopulär und sie haben uns viel Geld bezahlt, um Werbung dafür zu machen. Hey, in meinem Alter nennt man es uns Krieg. Sie mit dem Sex, aber da gleich ist ein anderer. Also viel Spaß beim nunfolgenden Lied. Ihr dürft auch gerne tanzen, solange ihr Hurra schreibt. Ich hatte Geld, aber ich wollte einkaufen gehen. Ich war heute in der Stadt, an dem Land ich wohne, wollte einkaufen gehen. Der Fuß ging mir zu, ein hässlicher Hund hat mich angekläfft und ich betrat ein Elektrobankgeschäft. Man hatte mich gelockt auf die übliche Weise. Es gibt größte Auswahl und die höchsten Preise. Und die Nachfrage war größer als das Angebot. Das bedeutete, dass jemand meine Schranke bot. Und wenn viele etwas wollen, was von denen bekommt, wird das Gewalt zu Hilfe genommen. Und das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg.
Ich kann nichts dagegen machen, es ist traurig.
und du gibst mir zu verstehen. Wenn mir irgendwas nicht passt, steht mir frei, hier wegzugehen. Danke, dass du mich in dir lässt. Womit hab ich das verdient? Ich rutsche vor dir auf den Kiel. Lieber Staat, jetzt mal nicht, du bist absolut gerecht. Yeah.
vorsichtig an. Du sagst, du willst nichts von mir, nicht träumen, träumen.
Was ich aber viel schöner anhören, ist die Bahn im Urlaub Racing Team. Bei Urlaub Racing Team. Deine Leiche im Teich. Ich sitz auf dem Rasen, ein Hund läuft vorbei. Es schwimmt eine Leiche im Teich. Und wahrscheinlich holt gleich jemand die Polizei. Ich würde sie dir so gern zeigen, aber du bist nicht hier. Bist plötzlich verschwunden. Ich hoffe, dir ist nichts passiert. Deine Leiche im Teich. Ich sitze im Schatten und schaue ihr zu. Es schwimmt deine Leiche im Teich. Sie hat deine Figur und sie trägt deine Schuhe. Ich werde ein klein wenig traurig, warum nur, ich weiß es nicht. Ich glaube ein bisschen. Ob sie irgendwer sucht, ob sie jemanden vermisst. Es schwimmt eine Leiche im Teich und ich würde dich gern fragen.
gar nicht, wo du jetzt bist, doch ich hoffe, du vergehst mich nicht. Denn bis du zurückkommst, so lang werde ich warten auf dich. Auf dich. Wenn wir jetzt eine amerikanische Rap-Band wären, dann könnte ich sagen, are there any ladies in the house? Sind wir leider nicht, deswegen sage ich einfach mal, liebe Karl, ihr könnt jetzt eine Runde wegwerfen. Thank you.
hat ständig irgendwas in der Hand. Sie schaut zu Boden, ohne an die Wand. Sie redet nicht. Sie wird nie vom Schlag übermannt. Sie nimmt alles nach rein und ist gut und im Sand. Sie redet nicht. Sie ist Kutscher von den Rändern, man erkennt sie nun verschwommen. Das ist leider nicht zu ändern, das was ich am allermeisten will. Will ich von ihr nicht verfahren, ich wüsste wirklich allzu gern, was sie gerade denkt. Und ob sie mir wohl irgendwann ein paar Worte schenkt. Ich lasse das Intro weg. Oder nee, ich spiele das Intro so, dass sie nicht mitsingen können. Das war doch nicht so zickig. Futterfull! Der! Stille! Ich dachte nach über eine Sache, die Menschen so tun, plötzlich wusste ich. Aber nur ihn, der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Das ganze Leben ist nur ein Witz und alles, was wir so anstellen, um anders zu sein als die anderen, ist nichts als Schein.
Und ich sah ein, wir wollen voller. Aber wenn ihr wollt, dann machen wir das einfach. Ein Western wird ein Mensch gehängt. Eure
Gesundheit ist, was uns am Herzen liegt. Und außerdem sehe ich gern, wenn ihr schwitzt und euch verbiegt, ich 10 bis 10. Und dann will ich euch springen sehen. 2 Männer gehen die Straße lang, einer groß, der andere auch. Und dann einer von den beiden, der hat einen ziemlichen Schwung. Sie reden über dies und das, sie haben eine Menge Spaß. Doch dann fängt es zu regnen an und beide werden nass, ich sag euch ein. Schon so gemacht, ich 10 bis 10. Dann will ich ein Springen sehen.
niemand redet mit dir, weil kein Mensch deine Sprache spricht. Du sprichst sie selber nicht mehr. Du sagst, du wirst verfolgt und sie wollen dich töten. Doch wer sie sind, ist nicht klar. Und alles, was du jemals gewusst hast, Kommst du her? Hat die Feuer
Kerzen genommen, oder Handys, oder Wunderkerzen, oder Flammenwerfer, oder so Sachen. Okay, außer die Flammenwerfer. Aber Handys. Und mehr Handys. Mehr Handys, bitte, bitte, bitte. Noch mehr. Dann gibt's viele Wochen, merkst du? Ein Sternenhimmel. Thank you.
mal, wer hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Arbeit sein muss? Das war doch sicher jemand unter Drogen eingeführt. Dafür geht's jetzt barfuß ins Bett und da kannst du dann träumen. Helfen, dir helfen, deinen Scheiß wegzuräumen. Oh, oh, und der Wecker klingelt, das fliegt so, oh. Und ich schreib mir die Augen und bin froh, oh. Ich darf arbeiten gehen, brauchst dringend gutes Mal wieder, das Leben ist schön. Wunder alle Menschen, die im großen stehen im Boden, wo man niemals ganz allein ist, immer einer von Millionen. Man stürzt sich ins Getümmel und der Strom reißt einen mit. Und man hat ein bisschen Mühe, doch man redet irgendwie Schritt und man sieht Werbung, wohin man noch schaut, denn auf Werbung ist unsere Wirtschaft aufgebaut und es gibt Werbung für alles, was man nicht braucht, damit man Auto fährt, anders riecht und dabei auch. Dagegen helfen keine Pillen und auch keine Prophylaxe. Ich bin hilflos. Meine Wünsche wachsen. In dem Maß, in dem mein Einkommen steigt, so dass das Glück immer gleich unerreichbar bleibt. Es ist ein bisschen wie mein Turm, also Babylon. Ich hab so viele Träume, hier ist einer davon. Eine Insel. Da ist das Leben nicht schwer. Kein Stress, keine Arbeit, kein Berufsverkehr. Ich träume oft davon, wie schön es wäre. Ein schöner Traum zurück zur Realität. Du willst eine Insel, ich sag dir, was geht. Zwei Wochen in Ibiza, einmal im Jahr. Schon mal anzusparen. Warum haben wir die Welt, mein Kind? Stimmt es uns nicht, zu uns mit der Sinn. Der Mehrwert, den wir schaffen, macht andere reich. Bauen sich am Willen oder kaufen sich gleich. Eine Insel, mitten im Meer. Eine Insel, da ist das Leben nicht schwer. Wo ich jeden Tag fange, Fische, Fische verzehr. Ich träume auch davon, wie schön es wäre.
Und? Wollt ihr noch eins? Dann ruft doch vielleicht einfach mal Zugabe. Nochmal Zugabe, bitte. Thank you.
Thank you.
zwei Minuten Zeit. Die Wut ist es nicht schwer, aber sonst könnte es schwierig sein. So müsst ihr nur noch hochspringen und da fallt ihr von allein. Ich zähle es 10-mal wie Würde.